Cagnoli. Heute zum Thema: Vieles ist derzeit in Umbruch, die Masken scheinen immer mehr zu fallen und die Wut der Bürgerinnen und Bürger richtet sich gegen die herrschende Politikerkaste, gegen Filz- und Vetternwirtschaft, gegen die Gier der Manager und Banker. Doch was bringt das Aufmucken? Wird sich in Zukunft etwas ändern? Dazu diskutieren die Anwältin und Wirtschaftsberaterin Renate Holzeisen. Grüß Gott. Grüß Gott. Der SVP-Parteisekretär Philipp Achammer. Grüß Gott. Der Unternehmer Uli Wallnöfer, der sich einer neuen Unternehmensphilosophie verschrieben hat. Grüß Gott. Und der Indignado- und Piratenpartei-Beobachter und ökosoziale Blogger Markus Lobis. Grüß Gott. An der Technik ist Karl Pfeiffer. Herr Achammer, das Beben an der Sellspitze war das große Thema der vergangenen Tage. Die Bevölkerung hat die Sell ja immer schon sehr misstrauisch beargwöhnt. So als hätte sie irgendwie den Verdacht gehabt, dass diese Kombination ein idealer Nährboden sein könnte für unlautere Geschäfte. Jetzt sagen viele, siehst du, wir hatten recht, unser Bauchgefühl hat gestimmt. Hat die Bevölkerung einen guten Instinkt, ein gutes Bauchgefühl? Ja, ich glaube, dass die Bevölkerung sehr wohl ganz genau spürt, was läuft und ein gutes Gespür auch entwickelt hat für politische Vorgänge, was für mich aber in dieser Situation, also in dieser für uns sehr unguten Situation, das Ausschlaggebende ist, dass man versucht hat oder dass wir auch versucht haben, stets vorzugeben, dass es eine lückenlose Aufklärung braucht, dass wir stets versucht haben vorzugeben, welche Werte hier ausschlaggebend sein sollten. Das kann jetzt der eine oder die andere in Betracht und in Zweifel ziehen. Das ist für mich aber ausschlaggebend, denn was sich die Bürgerinnen und Bürger erwarten und auch verdienen, ist, dass alles offen und transparent aufgeklärt wird. Ich glaube, das ist Aufgabe der Politik. Und natürlich kann man das jetzt auch in Zweifel ziehen und das werden auch die verschiedensten Seiten in Zweifel ziehen. Trotzdem, für mich ist das das Ausschlaggebende. Wie geht man mit so einer Situation jetzt allgemein um? Was sind die Konsequenzen und was sind vor allem auch die Lehren aus so einer Situation? Also prinzipiell schreiben Sie der Bevölkerung einen guten Instinkt zu, wenn es um die Wut im Bauch geht. Frau Holzeisen, die Masken scheinen derzeit immer mehr zu fallen. Es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen es so rumort, wenn man sich ein bisschen umhört. Was glauben Sie, in welchen Bereichen könnten noch die Masken fallen, könnten unlautere Dinge ans Licht geraten? Ja, nur kurz eben eine Bemerkung zur Sell, weil wir hier einen wesentlichen SVP-Vertreter sitzen haben. Es mutet schon wirklich fast heuchlerisch an, wenn die SVP als jene Partei, die ja praktisch de facto alleine die Landesregierung stellt, die zweite Partei prostituiert sich de facto schon seit Jahren in allen Bereichen, allein um an den Sesseln kleben zu bleiben, jetzt der Bevölkerung einen guten Instinkt bescheinigt, wo es doch angefangen von Landtagsabgeordneten der Opposition, die auf eigene Kosten beispielsweise die Einsichtnahme in Sellverträge über drei Instanzen hinweg erkämpfen mussten, wo man als SVP stets, und zwar geschlossen als Landesregierung, auch gegen die Transparenz in den Sell-Angelegenheiten gestimmt hat. Also ich glaube, hier auch noch so zu tun, als wäre man auf der Seite der Bevölkerung, des Steuerzahlers, der diese ganze Angelegenheit mit Hunderten von Millionen finanziert und wahrscheinlich auch weiterhin finanzieren muss, ist mehr als heuchlerisch. Und ich hoffe hier wirklich, dass die Bevölkerung endlich mündig wird und sich daran erinnert, wer sich dafür einsetzt, dass diese Zustände aufkommen. Es war nicht die SVP, die reagiert hat, als die ersten Informationen herauskamen über die Beteiligung von Herrn Rainer an Treuhandgesellschaften. Es gibt ja schon seit Langem diese Informationen. Erst jetzt, als es wirklich nicht mehr tragbar war, als der grüne Landtagsabgeordnete im Südtiroler Landtag, nachdem er 60 Tage lang auf eine Anfrage im Landtag keine Antwort bekommen hat zum Inhalt
des Arbeitsvertrages von Herrn Rainer dann, weil so die Geschäftsordnung vorsieht, gezwungenermaßen dann eine Antwort bekommen hat im Landtag, ist herausgekommen, dass man wusste, dass Herr Rainer an Treuhandgesellschaften im Energiesektor beteiligt war. Er also offen seinen Arbeitsvertrag als für eine öffentlich-rechtliche Gesellschaft hoch dotierter Manager verletzt hat und man nicht die Konsequenzen gezogen hat, sondern im Gegenteil, man versucht ja nach wie vor ihn zu halten. Was heißt ein auf 3 Monate ausgesetzter Arbeitsvertrag? Bei einer so groben Verletzung eines Arbeitsverhältnisses ist es Praxis, Herr Achammer, dass ein Manager geschasst wird. Dem wird gekündigt, fristlos. Das ist ein schwerwiegender Grund. Das ist nämlich ein Vertrauensbruch. Und dieser Vertrauensbruch ist umso größer, wenn es sich um eine mit öffentlichen Geldern finanzierte Gesellschaft handelt. Also dieses Gesäusle von wir hoffen darauf oder wir sind froh, dass die Bevölkerung einen guten Instinkt hat. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, dieser Umgang mit dieser Entwicklung ist alles andere als glaubwürdig. Heuchlerisch und Vertrauensverlust, das sind so wirklich wichtige Schlagworte, die in der Diskussion auch immer wieder aufkommen, auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Was sagen Sie dazu? Sind die Politiker und jene, die da in hohen politischen Ämtern sind, wirklich heuchlerisch über große Strecken hinweg? Nein, jetzt möchte ich schon, Frau Holzeisen, diese pauschalen Aussagen und diese pauschalen Bezichtigungen der Mitwisserschaft möchte ich schon aufs Ärgste zurückweisen. Also Sie können uns und Sie können schon gar nicht der gesamten SVP jetzt so vorwerfen, als wie ihr habt ja alles gewusst, habt es jahrelang zugedeckt und jetzt empört ihr auch plötzlich so vorgespielt. Dann legen Sie bitte die Fakten auf den Tisch und sagen Sie mir, warum. Und das haben Sie nicht getan. Nein, lassen Sie mich ausreden. Ich habe Sie auch ausreden lassen, Frau Holzeisen. Wir haben, wenn Sie auch unsere Aussagen, wenn Sie unsere Beschlüsse lesen und wenn Sie auch vor allem unsere Aktionen der letzten Tage und die noch in den nächsten Tagen folgen werden, dann haben wir erstens ganz klar betont, dass wir von diesen Vorgängen, die in dieser Tragweite nun an die Öffentlichkeit gekommen sind, in keinster Weise Bescheid wussten. Und wir haben jetzt klar eingefordert, dass es einen Strich geben muss, dass es eine Wende geben muss in der Sell, dass diese Vorgänge auch ein Betrug an der Bevölkerung sind. Ganz klar, das ist ganz klar auszusprechen. Und dass die SVP in keinster Weise diesen Wissensstand vorher hatte und deshalb wir auch fordern, dass jetzt lückenlos aufgeklärt wird und das entsprechend auch, deswegen sind auch Rücktritte sofort angenommen worden und werden auch noch andere folgen, dass jetzt aufgeklärt und transparent die Fakten, so wie sie sind, dargelegt werden. Aber ich kann mir in keinster Weise und schon gar nicht der Partei vorwerfen lassen, dass wir pauschal, indem man jetzt auch verschiedene Sachen einfach vermischt, das kann man jetzt auch nicht, wir müssen diese Situation anschauen, pauschal bezichtigen der Mitwisserschaft, wir hätten eh alles gewusst und hätten nicht gehandelt. Das ist in keinster Weise so. Wenn wir diese Vorgänge früher gewusst hätten, so wie sie jetzt an das Tageslicht gekommen hätten, dann hätten wir auch, das kann ich Ihnen versichern, auch früher gehandelt. Nur waren sie in dieser Tragweite, so wie sie jetzt bekannt geworden sind, in keinster Weise bekannt. Ja, dann folgende Frage. Wieso stellt man einem Landesrat, einem für die Energie zuständigen Landesrat Michel Leimann, nicht die Frage, warum und zu welchem Zweck er mit Herrn Rainer und einem der größten Energieexperten und Manager Italiens gemeinsam eine Kapitalgesellschaft, die Mega SRL gegründet hatte, um im privatwirtschaftlichen Energiesektor tätig zu werden? Da stand eine Absicht dahinter. In jedem anderen demokratiepolitisch entwickelten Land hätte allein aufgrund dieses Umstandes ein Landesrat zurücktreten müssen. Darüber wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Und zudem, Herr Achammer, Fakt ist, dass es in Südtirol so lange dauert, bis es einfach nicht mehr geht, dass Rücktritte vorgenommen werden müssen. Übrigens, Rücktritte brauchen nicht angenommen werden in einer Kapitalgesellschaft. In dem Moment, wo jemand seinen Rücktritt erklärt, dann hat man es zur Kenntnis zu nehmen und zur Neuwahl der Organe zu schreiten. Sie vermischen hier Politik mit eben der Führung eines Unternehmens und das ist das große Desaster. Zudem, die Beteiligungen von Rainer in Treuhandgesellschaften sind schon seit langem bekannt. Und wenn die SVP so schlecht informiert ist, trotz ihres verzweigten Netzwerkes, dann ist es allemal, wenn das stimmen sollte, was aber nicht stimmt, wäre es ein Desaster. Dann darf diese Partei nicht mehr unser Land führen. Ja.
Frau Holzeisen, meine Frage war, in welchen Bereichen vermuten Sie, dass noch Dinge ans Licht kommen? Wir hätten viel über die Seil zu sprechen, das ist mir schon klar. Jetzt war einfach wichtig, dass Schlag-auf-Schlag-Abtausch erfolgt ist. Aber jetzt zurück zu meiner eigentlichen Frage. Ja, ich glaube, dass grundsätzlich jetzt auch bei uns im Lande sich ein wenig die Situation dahingehend ändert, dass sich wahrscheinlich immer mehr Leute getrauen werden, Missstände aufzuzeigen und dagegen zu opponieren. Was einfach sowohl international wie national hoffentlich in Italien, aber wir haben in Südtirol eine ganz spezifische Situation, eine ganz eigentümliche Situation, die einiges eben noch entsprechend verschlechtert, ist einfach, dass der Bürger mündig werden muss. Er muss sich gut informieren. Dazu braucht es die Medien. Dazu braucht es freie Medien, die auch in Konkurrenz zueinander stehen. Und dazu braucht es Bürger, die auch Informationen einfordern und sich nicht einfach mit einfachen Berichten abspeisen lassen. Es braucht aber auch Bürger, die unangenehme Informationen akzeptieren und die auch, und ich komme jetzt zu einem wesentlichen Thema, die ihre soziale Selbstständigkeit einfordern. Und an dieser sozialen Selbstständigkeit fehlt es ganz gravierend in Südtirol. In Südtirol hat man ein System der Abhängigkeit geschaffen durch eben ein ganz extremes Beitragssystem, durch ein Genossenschaftswesen, das den eigentlichen Genossenschaftszweck verfehlt, nämlich den, dass die Genossenschaftsmitglieder gemeinschaftlich unternehmerisch tätig sind, aber selbstbestimmt. Es kann nicht sein, dass ein von der SVP dominiertes Genossenschaftswesen den Mitgliedern ihre Mitbestimmungsrechte nimmt, die Transparenz in Informationen verhindert. Ich bin gerade gestern von Obstbauern kontaktiert worden, die die Bilanzentwürfe nicht ausgehändigt bekommen, die sie in 10 Tagen beschließen sollen. Fragen Sie mal in der Privatwirtschaft nach, welcher Gesellschafter nicht im Detail eine Bilanz kontrollieren will, über die er seine Stimme abgeben muss. Das ist in Südtirol ein ganz ein enormes Defizit. Also und Frau hier Holzeisen, muss sich was ändern. Sie appellieren an jeden einzelnen Bürger, an seine einfach soziale Mündigkeit, an sein eigenes Verantwortungsbewusstsein, sagen aber, dass wahrscheinlich auch der Wille, sich mehr zu Wort zu melden kommen wird in diesem, wie Sie sagen, recht verkrusteten System Südtirol, das einige Mängel aufweist. Herr Achammer. Ich wollte nur in einem Satz darauf reagieren. Frau Holzeisen, im Grunde genommen, wenn Sie überlegen, widerspricht sich Ihre Position. Denn einerseits rufen Sie die Bürgerinnen und Bürger, und ich glaube, darüber sollten wir reden, dazu auf, aktiv zu werden. Das tue ich das Gleiche. Die Bürgerinnen und Bürger sollen aktiv werden, sollen sich politisch einbringen, sollen ganz genau analysieren, kritisch analysieren, dann ihre Meinung sagen. Auf der anderen Seite stellen Sie nicht nur eine Partei, sondern stellen Institutionen auch, die da sind, als diktatorisch und als korrupt und so weiter da. Wieso wollen Sie, sagen Sie mir das so, wie ich jeden Tag versuche, auch junge Menschen für die Politik zu begeistern, wie wollen Sie Menschen für die Politik, für ein demokratisches System begeistern, wenn Sie andererseits dieses demokratische System als korrupt darstellen? Das ist die zentrale Frage. Deswegen widerspricht sich Ihre Position, denn einerseits die Bürger aufrufen, aktiv zu werden, und auf der anderen Seite sagen, diese gewählten Organe sind eh alle nur diktatorisch, korrupt und undemokratisch. Dann werden Sie auch keine jungen Menschen dafür gewinnen, selbst aktiv zu werden, denn die Bürgerinnen und Bürger, Gott sei Dank, leben wir in einem demokratischen System, haben immer wieder die Möglichkeit, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und das zu sagen und das zu wählen, was sie wählen wollen. Sie sind selber mündig und sie sind selbstständig. Sie waren ja bei der SVP, waren bei der DPS, waren bei den Grünen, haben sich dann zurückgezogen als Gemeinderatsmitglied und verfolgen jetzt ganz aufmerksam eine neue Form des Protests, die sich auch hier in Südtirol formiert. Sie waren dabei, als sich die Indignados das erste Mal getroffen haben. Das war vor wenigen Wochen. Und Sie waren auch dabei, als sich die Piratenpartei Südtirol formiert hat und sich in Bozen eben zusammengetan hat und die zukünftige Ausrichtung auch besprochen hat. Ja, wir waren hier beim Punkt, auf der anderen Seite ein verkrustetes System, wo man eigentlich keine Lust hat, sich politisch zu engagieren.
So scheint es. Auf der anderen Seite eben sind Bürgerinnen und Bürger mehr gefragt und sie spüren auch dieses Unwohlsein. Wie ist dieser Spagat zu schaffen? Sie sind ja selber ein lebendes Beispiel dafür, dass Sie eigentlich den Parteien immer mehr begonnen haben zu misstrauen, bis hin zum fast vollständigen Rückzug aus dieser Parteienlandschaft. So würde ich es vielleicht nicht sagen, aber ich finde es einmal sehr interessant und gut, dass wir jetzt schon in medias res sind. Und ich möchte auch jetzt gleich betonen, dass weder die Piraten noch die Indignados Sprecher oder eine Struktur haben. Es geht um eine gesellschaftspolitische Schnittstelle, wo sich Menschen treffen, klar, die jetzt sich über bestimmte Dinge empören. Und gerade beim Fall Sell könnte man das ja eigentlich exemplarisch festmachen. Meines Erachtens ist die Konstruktion Sell ja ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, von der Intention her oder zumindest einmal von der Form her könnte man sagen, es ist eine Möglichkeit, einen wichtigen Sektor im Bereich der öffentlichen Hand zu behalten und genau dem entgegenzusteuern, was wir überall sehen, als tödliche Falle für, auch für die Wirtschaft, dass alle Sektoren privatisiert werden müssen und dass dann, wie wir auch gesehen haben, teilweise Service nachlässt, die Preise steigen etc. etc. und man selbst nicht mitzureden hat. Energie ist eine Ressource und es ist gut, dass es in der Nähe der Bevölkerung bleibt. Also die Form wäre an und für sich die richtige, aber wir haben halt wieder gesehen, und das stelle ich in Südtirol immer wieder fest, es ist das Wie. Es ist das, wie man damit umgeht und mit welchen Intentionen. Es ist jetzt auch schwierig für den Herrn Achammer hier, seinen Kopf hinzuhalten für ein sehr amorphes System, wo sich viele drunter verstecken. Es wäre besser, wenn der Herr Dornwalder hier sitzen würde und sich auch mal mehr stellen würde, solchen Debatten als, sagen wir mal, den mir sehr sympathischen Sekretär vorzuschieben, der natürlich seine Verantwortung wahrzunehmen hat. Das ist das, was bisher meines Erachtens immer wieder ganz gut gelungen ist. Wenn jemand, also man schlägt jetzt den Sack, also Rainer, Stocker, aber treffen will man eigentlich also auch den Esel. Und ich möchte jetzt nicht, dass es so verglichen wird, aber ich denke, es sind einige Menschen dahinter, die dieses System für sich ausgenutzt haben. Für mich war es immer notwendig und wichtig, auch als Gemeinderat in Brixen oder so, zu betonen, die Sell gehört zu den Gemeinden. Die sollte von einem Konsortium aus Genossenschaften und Gemeinden geführt werden. Dann wäre die Sell sehr nahe bei der Bevölkerung. Es wäre die Kontrolle gegeben. Also es geht nicht darum, jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, bei uns funktioniert das halt nicht, sondern es geht jetzt darum, festzustellen, wie können wir dafür sorgen, dass bereits in der Ideenentwicklungsphase von diesen großen Projekten eine Partizipation stattfindet. Und vor allem geht es darum, dass es eine sogenannte output-orientierte Demokratie ist, wo dann relativ autoritäre, patriarchalische politische Persönlichkeiten sagen, schau, wie es dir gut geht, ich mache ja alles für dich, wieso bist du unzufrieden? Also diese Aussagen haben wir von Dornwalder ja bereits gehört. Aber die Bevölkerung sagt eben, mir geht es nicht um den Output, mir geht es auch, wie dieser Output zustande kommt. Wie politische Mitbestimmung auch erfolgen kann. Herr Lobis, mich interessiert jetzt diese Indignados, also die Empörten und die Piratenpartei. Okay. Welche Themen greifen diese jungen Leute und sehr technikaffinen Leute auf? Also man muss unterscheiden. Wogegen richtet sich da die Form des Protests? Gibt es da gemeinsame Schnittstellen? Die Piraten, das sind zwei verschiedene Baumschuhe, genau. Wie man sagt in Tirol. Die Indignados bauen auf einem sehr engagierten und couragierten Essay von Stefan Hessel auf, der 93-jährige Herr. Wenn man jetzt wirklich auf die Südtirol-spezifischen Themen achtet, was sind denn da so die Themen oder die Form des Protests in Südtirol? Nein, wogegen richten man Sie kann sich? Das nicht so sehen. Also unser System krankt auch daran, dass wir immer krampfhaft einen Südtirol-Bezug suchen. Mhm. Wir sind ja auch in einen größeren Zusammenhang eingebunden. Bei uns, ich denke, das betrifft auch die Medien, wenn irgendwas auf den Tisch flattert, dann heißt, wo ist der Südtirol-Bezug? Dann ist vielleicht der dritte Bronzemedaille für die Käserei in Sechsten wichtiger als irgendwelche politischen Entwicklungen in Kenia oder was weiß ich, wo wirklich auch das Leben stattfindet. Und ich denke, ich möchte auch hier die Medien auffordern, diesen Südtirol-Spezialstatus endlich mal aufzugeben. Und wir sind ganz eine normale, kleine, vielleicht recht fitte und schöne Provinz. Und wir sollten uns als solche am Geschehen beteiligen und nicht immer auf eine Sonderrolle abstellen. Das heißt, es gibt keine Südtirol-spezifischen Themen bei den Indignados. Also, ich möchte es umgekehrt sagen. Was die Indignados weltweit bewegt, trifft ganz deutlich und vielleicht noch stärker auch für Südtirol zu. Genau die Art und Weise, wie Politik gemacht und interpretiert wird, die zementierten politischen Machtverhältnisse, die Notwendigkeit, wenn man in diesem System sich nicht wohlfühlt, sich lebenslang in die Opposition zu begeben. Wenn ich in Bayern bei den Grünen, Schwarzen, Blauen, Roten bin, dann gehe ich dorthin, weil ich sage, wir möchten in 10, 15 Jahren, wenn wir gut sind, regieren wir. In Südtirol ist das eine
piccola morte civile, also wenn man sich außerhalb des Haufens begibt. Und das sind alles Dinge, die sich auf die Qualität des politischen Diskurses sehr, sehr schlecht auswirken, sehr negativ auswirken. Und ich stelle fest, also, dass wir es um das Wie geht in der Politik, dass wir die mündige Bürger haben, dass die Gesellschaft wesentlich weiterentwickelt ist in Südtirol als die Politik und dass wir jetzt an den Punkt kommen, wo es, wie man so schön sagt, ein Ribaltone meines Erachtens geben wird und wo dann sicher kein Stein auf dem anderen bleibt. Ich denke, in den nächsten 4-5 Jahren wird sich Südtirol wesentlich verändern und ich möchte eines sagen, es wird Südtirol nicht schaden. Die Indignados und die Piratenpartei sind ein Ausdruck des Unwohlseins und der Lust der Menschen, sich zu organisieren, um wieder Politik zu machen. Man hat ihnen lange Zeit gesagt, wir machen Politik für dich, das brauchst du nicht machen. Wir schaffen Wohlstand, was immer man darunter verstehen mag. Und wir sind jetzt draufgekommen, weil wir in der Welt 6 oder 7 Krisen haben, die gleichzeitig eintreten. Von der Finanz- und Wirtschaftskrise über die Klimakrise, über die Ressourcenkrise bis hin zu einer Sinnkrise. Und davon bleibt Südtirol natürlich nicht ausgespart. Ich würde sagen, Südtirol hat noch größeren Aufholbedarf gesellschaftspolitisch als andere Regionen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass alle Gruppierungen sich jetzt in die Startlöcher begeben und das mit organisieren und mit beteiligt sein wollen. Herr Achammer. Nur 2 Feststellungen dazu. Erstens muss man einmal sagen, wir hatten stets einen mündigen Bürger und eine mündige Bürgerin und wir haben eine mündige Bürgerin und einen mündigen Bürger auch in Zukunft. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Wenn man alles andere, was man sagen würde, würde dem gleichkommen, als ob wir den Bürger absprechen, nachdenken, analysieren und kritisch hinterfragen zu können. Die Bürgerin und der Bürger hat das gewählt und hat sich dafür entschieden, was seine oder ihre persönliche Vorzug, persönlicher Wunsch oder was einfach am besten den persönlichen Bedürfnissen entsprochen hat. Zum Zweiten, da gebe ich Markus Lobis recht. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Oft würde ich mir auch wünschen, dass sich Südtirol in einem größeren Zusammenhang und auch in einem globalen Zusammenhang sieht und nicht nur so tun möchten, als ob sich die ganze Welt um uns dreht. Aber zum Dritten, was für mich das Ausschlaggebende in diesem Punkt jetzt insgesamt ist, und das betrifft nicht nur Südtirol, sondern betrifft die konventionelle Politik unter Anführungszeichen insgesamt. Wir stehen einem massiven Vertrauensverlust in die Politik insgesamt gegenüber. Wenn jede, die heute Abend die Tagesschau und morgen sie wieder anschaut, versteht gar nicht mehr die Zusammenhänge, die jeden Tag erklärt werden. Innerhalb von Stunden ändert sich die gesamte europäische Situation und wir sehen auch, dass auch eine politische Klasse massiv betrogen hat. Schauen Sie Griechenland an, die massiv betrogen haben, um in die Eurozone zu kommen. Wir haben in Rom einen Ministerpräsidenten, der hoffentlich bald zurücktreten wird, sitzen, der alles andere getan hat, als das allgemeine Interesse vertreten hat. Wir haben eine politische Klasse insgesamt international und das sich in dieser Situation auch darstellt, die mehr gewisse Interessen vertreten hat als eigene Werte, Moral und so weiter, dem nachgekommen ist. Und ich sehe das jetzt nicht nur, machen Sie das bitte nicht immer nur an Südtirol fest, sondern ich sehe es insgesamt als große Herausforderung für alle gesellschaftlichen Gruppierungen, nicht nur für eine Partei, sondern für alle Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen, dass sich gerade aufgrund dieser europäischen Situation jetzt auch eine wertemäßige und eine moralische Erneuerung braucht. Die braucht es in dieser Situation. Wie soll sonst dieses System, gut, ich bezeichne das System, das demokratische, uns gegebene System, die konventionelle Politik weiterarbeiten können, wenn wir alle sagen, war eh nur Blödsinn, jetzt müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Wir haben international einen massiven Vertrauensverlust in Politik und damit muss man umgehen und da fängt es von der kleinsten bis zur größten Ebene an und da sind alle gefordert. Also der Ruf nach moralischer Erneuerung, die einfach eine zwingende Folge des Vertrauensverlustes, den die Politik innerhalb der Bürgerschaft erlitten hat, sein muss. Das vereint hier, glaube ich, auch ja, aber die nicht Positionen. Nur in Worten, sondern vor allem die ja diesen Vertrauensverlust schon erlitten haben, die sollten eigentlich im Moment zurücktreten und neue dran lassen. Also das möchte ich auch betonen, denn die hatten schon die Möglichkeit, den Vertrauensbeweis, also den Beweis zu bringen, dass sie vertrauenswürdig sind. Also für Sie wird der Ruf nach moralischer Erneuerung geht Ihnen nicht weit genug. Sie sagen, Worte Konsequenzen. Diejenigen, die bewiesen haben, dass sie dieses Vertrauen nicht wert waren, die sollen einen wirklich jetzt andere dran lassen. Und dazu braucht es mündige Bürger, die effektiv bei den nächsten Wahlen eben diese Konsequenzen einfordern. Nur so funktioniert es. Wir dürfen uns nicht mehr mit eben dann solchen leeren Floskeln abspeisen lassen. Und das große Problem in der ganzen Situation ist ja jenes. Wir haben
Politiker, die nach einem Stimmenmaximierungsprinzip handeln, in einem politischen Zyklus, den wir wissen, der weitaus kürzer ist als der wirtschaftliche Zyklus. Wir werden hier einiges ändern müssen in Zukunft, denn das, wie es jetzt läuft, ist nicht mehr finanzierbar. Die Krisen, die entstehen, und jetzt werde ich vielleicht etwas sagen, das denn viele vielleicht erstaunen mag, aber das sage ich eben als eine, die Volkswirtschaft studiert hat, die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge kennt. Die werden nicht vom Markt produziert, sondern von einem durch die Politik verzerrten Markt. Und zwar, der Markt wird verzerrt, zum Beispiel durch ein Subventionieren von Sektoren, die der Markt eigentlich längst schon ausgeschaltet hätte, weil Produkte weiterhin produziert werden, die kein Mensch mehr braucht. Unternehmer, die ein gutes Produkt haben, die neu anfangen wollen, sehen sich eigentlich oft einer Situation gegenüber, wo sie nicht in einem fairen Wettbewerb zu Unternehmen stehen, die ein viel schlechteres Produkt haben, aber subventioniert werden. Das, was wir in Zukunft brauchen, ist die soziale Selbstbestimmung sowohl der privaten Haushalte als auch der Unternehmen. Die Finanzkrise ist deshalb entstanden, weil man das Konsumverhalten auch gefordert hat. Man hat ja, die Finanzierungen wurden ja regelrecht jedem angeboten, auch wenn man von vornherein wusste, dass die sich das aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse niemals leisten konnten, die wieder zurückzubezahlen. Also der Markt reguliert sich selbst, sagen Sie. Ihr Appell war auch über weite Strecken ein Appell an die Politik, einfach die Finger von der Wirtschaft zu lassen, mit gewissen Regulationsmechanismen, das ja, sehr wohl. Herr Wallnöfer, Sie sind Unternehmer, haben 27 Angestellte und sind eigentlich nicht ganz so weit entfernt von dem, was Frau Holzeisen jetzt sagt, nicht? Also Christian Felber hat in seinem Buch Neue Werte für die Wirtschaft unter anderem auch gefordert, dass sich die Politik aus der Wirtschaft zurückzieht. Sie sagen, wir möchten eine neue Unternehmensphilosophie einbringen. Welche Werte sind Ihnen da für Ihr Unternehmen wichtig? Vielleicht noch zurückkommen zur Diskussion von vorher. Also wenn wir uns die Diskussion anschauen, da sind wir sehr, sehr vergangenheitsbezogen. Also wir in dem Sinne stellen gemeinsam fest, an was krankt das System, welche Probleme haben wir. Wir beschäftigen uns ganz klar und sehr intensiv mit uns selbst, mit unserem System, mit unseren Problemen. Gleichzeitig sollten wir uns einmal grundsätzlich fragen, zu welchem Zweck sind denn überhaupt Politiker da? Zu welchem Zweck gibt es überhaupt ein Unternehmen? Und wir haben da, glaube ich, sei es von der politischen Seite, als auch sei es von gewissen unternehmerischen Strukturen her, den Blick in die Zukunft sehr oft verloren. Und auch den Blick hin zur Gemeinschaft, den Blick hin zum Gemeinwohl. Weil wir stellen ja ganz klar fest, welche Probleme sich aus gewissen Systemen, sich aus gewissen Personen, sich aus gewissen Gewohnheiten heraus ergeben haben. Auf der anderen Seite kranken wir aber international an Instrumenten und an Werkzeugen, wie wir in die Zukunft kommen. Auch genau, Sie versuchen das mit Ihrem Unternehmen ganz konkret. Sie versuchen eine zukunftsorientierte Unternehmensphilosophie einfach auch zu leben. Wie äußert sich das ganz konkret, Herr Wallnöfer? Zukunftsorientiertes Unternehmertum äußert sich bei uns darin, dass wir sagen, es geht um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit aber nicht nur im ökologischen Sinn, sondern auch im ökonomischen Sinne und auch im sozialen Sinne. Und das in die Zukunft gedacht. Das heißt, wir stehen heute an einem gewissen Punkt und sehen, wir müssen uns entwickeln, wir müssen uns dahinter machen, wir müssen damit Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung für uns als Unternehmer zu übernehmen, heißt auch Verantwortung weiterzugeben an jeden Einzelnen, der im System mit eingebunden ist. Das ist aber nicht nur der Mitarbeiter, sondern es ist auch der Partner auf Lieferantenseite, das ist auch das Finanzinstitut, das ist auch die Gesellschaft. Denn als Unternehmen ist man eingebunden, als Unternehmen hat man eine gewisse Verantwortung und dieser Verantwortung wollen wir heute, morgen und übermorgen entsprechend gerecht werden. Also noch einmal ganz kurz zusammenfassend, es gibt ein Buch von Christian Felber, Neue Werte für die Wirtschaft, hat er geschrieben, ich glaube 2008 ist es erschienen und vor einem Jahr hat sich dann diese sogenannte Gemeinwohlökonomie-Initiative gebildet, die in verschiedensten Staaten auch Pionierinnen und Pioniere gefunden hat, die sich in einem 17-Punkte umfassenden Programm einfach verpflichtet haben, von der Grundhaltung her, so könnte man es zusammenfassen, nicht nur
den unternehmerischen Profit und die Rendite im Hinterkopf zu haben, sondern auch das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl steht also ganz groß geschrieben da. Das heißt, man macht dann auch eine sogenannte Gemeinwohlbilanz, wo dann auch genau erarbeitet wird, wie es um das Gemeinwohl bzw. um den Beitrag des Unternehmens für das Gemeinwohl steht. Woran merken jetzt Ihre Angestellten, dass Sie bei dieser Gemeinwohlökonomie-Initiative dabei sind, ganz konkret? Ich glaube grundsätzlich, die stellen jetzt nicht den gravierenden Unterschied fest zwischen vor der Gemeinwohlbilanz und nach der Gemeinwohlbilanz. Wir waren und wir sind eines der 18 Pionierunternehmen, die sich beteiligt haben an der Ausarbeitung dieser Kriterien auch. Es geht ja auch um eine Weiterentwicklung dieser Gemeinwohlbilanz, der Gemeinwohlökonomie. Dieses Modell ist ja noch nicht so alt und es ist in dem Sinne eine lernende Organisation, wo sich jeder einbringt und wo jeder weiterentwickelt. Wie Sie sehr richtig gesagt haben, es geht einfach um insgesamt 17 Kriterien. Heute geht es um 17 Kriterien, wo sich jedes einzelne Unternehmen, das sich eben bereit erklärt, da auch tiefer zu gehen in die einzelnen Prozesse hinein, die Möglichkeit hat, sich selbst zu bewerten und sich von außen bewerten zu lassen, wie gut man in dem Sinne in seinem unternehmerischen Tun schon auch gemeinwohlorientiert ist. Und unser Ziel und unsere Absicht dabei ist es, dass man sich austauscht, dass man da aber auch entsprechende Achtsamkeit schafft für solche Kriterien und dass man sich als Unternehmer auch wieder bewusst wird, welche Verantwortung man hat und dass man das aber auch im gleichen Zuge bewertet. Die Mitarbeiter von unserer Seite her stellen das schon länger fest, dass wir da ganz klar eine Sensibilität haben für diese Themen, sei es in unserem Unternehmenszweck, in unserer Vision, in unserem Tun, in unserer Absicht, eben auch einen Beitrag zu leisten, dass morgen die Welt durch unser unternehmerisches Tun ein kleines Stückchen besser wird, als sie heute schon ist. Konkret, also Sie schauen zum Beispiel, was passiert mit dem Geld. Also es ist ethisches Finanzmanagement, ist zum Beispiel ein Thema. Also das sogenannte Es geht um ethisches Beschaffungsmanagement, es geht um ethisches Finanzmanagement und da versuchen wir natürlich auch die sogenannten Stakeholder, also unsere Parteien, mit denen wir im Austausch sind, mit zu involvieren und auch in die Diskussion hineinzuführen und sagen, okay, schauen wir uns einmal an, wie gewisse Finanzmittel investiert werden. Wie war es gestern und wie könnte es morgen sein? Ein Punkt ist auch, dass der Unternehmer nur, also maximal das 20-fache des Mindesteinkommens verdienen darf. Das ist auch so eine Deckelung nach oben, sprich 1250 wäre das Mindesteinkommen des Arbeiters. Dann dürfte der Unternehmer 25.000 Euro im Monat verdienen. Also so in diese Richtung geht es einfach, um ein bisschen konkreter auch zu werden, wie das Konzept aussieht. Also das ist eines von 17 Kriterien. Aber natürlich, Kriterien, ganz genau. Korrekt. Sie haben gesagt, wir waren jetzt in der Diskussion auch sehr viel in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben über das gesprochen, was in den Augen der verschiedenen Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht in Ordnung ist. Es geht darum, auch der Frage nachzugehen, was wird denn Neues kommen? Wir sind jetzt in einer Phase des Protests, das ist ganz klar. Der Unmut ist da. Es gibt dann verschiedene Wutbürger. Frau Holzeisten ist eine davon, die sich ja schon vor Jahren gegen dieses System Südtirol gerichtet hat. Als verärgerte Steuerzahlerin. Ich möchte darauf Wert legen, und zwar, weil ich Bürgerin eines Staates bin, wo wir von 50% Schattenwirtschaft sprechen. Bei Italien ist das gravierende Problem. Und in Südtirol lebe, wo mit unseren Steuergeldern sich offensichtlich einige wenige bereichern, am Interesse, am Gemeinwohl eben vorbei wirtschaften. Und da hoffe ich eben deshalb, dass immer mehr Steuerzahler wütend werden, also, aber eben dann auch entsprechend reagieren. Denn allein nur protestieren hilft nichts. Man muss effektiv mündig Alternativen einfordern. Und das ist allein schon durch die Abwahl von Regierungen möglich, die eben bewiesen haben, dass sie nicht können. Sich als verärgerte Steuerzahlerin bezeichnen. Ja. Herr Lovis ist einer, der sich jetzt immer mehr auch in den Beobachtungen
auch der Status zurückzieht, aber durchaus politisch interessiert ist, aber neue Formen auch des Wieswege, wie wir gehört haben, einfordern möchte. Herr Wallnöfer sagt, es braucht eine neue Unternehmensphilosophie. Und Herr Achammer ist einer, der sich ganz stark hier in der Diskussion gegen Pauschalisierungen gewehrt hat, gegen Verallgemeinerungen. Herr Achammer, hätten Sie nicht auch manchmal Lust, die Seite zu wechseln? Sie müssen ja immer hier sagen, ja, und wir werden das schaffen und wir müssen nach vorne schauen und wir sind nicht alles so und die Politik ist nicht so schlecht. Und hätten Sie Lust, manchmal auch die Seite zu wechseln? Nein. So ein bisschen auf den Putz zu hauen wie die Frau Holzeisen? Nein, nein. Es geht nicht um, auf den Putz hauen ist mir ehrlich gesagt eine dermaßen fast beleidigende Vereinfachung für das, was wir wiederholen es nochmals, mündige Bürger, die das Geld aufbringen, mit das dann die Herren und Damen, die in einem System, in einem Parteiensystem, denn die Parteien sind ein großes Problem, alle Parteien, eben nach oben geschwemmt werden. Und ich wiederhole nochmals, wir brauchen keine Berufspolitiker. In Zukunft brauchen wir Leute, die ständig mitten aus dem aus der Gesellschaft kommen, aus der Wirtschaftswelt, aus sonstigen Sektoren, für eine beschränkte Zeit ihre Kapazitäten zur Verfügung stellen, um auch neue Ideen einzubringen und unentgeltlich ihre Tätigkeit eben in diesen Bereichen zur Verfügung stellen. Solange wir bezahlte Berufspolitiker haben, werden wir stets die gleichen Probleme haben. Das ist nämlich die Wahrheit. Frau Holzeisen, auf den Putz hauen, das ist sehr salopp formuliert, da gebe ich Ihnen recht, sehr kritisch den Finger in die Wunden legen. Sind Sie damit einverstanden? Die Dinge beim Namen nennen. Die Dinge beim Namen. Und zwar in Eigenverantwortung, auch in einer Situation, ich erinnere daran, ich habe zum Beispiel die Selle-Geschichte in meinem Europawahlkampf in einer Pressekonferenz bereits sehr deutlich dargelegt. Und da ist das ganze System hat reagiert. Ich habe eine Unmenge von Anzeigen bei Staatsanwaltschaft, bei meiner Berufskammer abwehren müssen. Wenn jetzt ein Parteisekretär Achammer herkommt und sagt, ja, wir sind für die Mündigkeit des Bürgers, dann sage ich Heuchelei. Ich habe das bereits vor 2000 und nein, das ist nicht witzig. Das ist nämlich die Tat in Südtirol, ich meine es auch ernst, in Südtirol jene Leute, die Dinge beim Namen nennen, sind über Jahrzehnte gesellschaftlich ausgegrenzt worden. Mich konnte man nicht ausgrenzen. Warum? Weil ich in einem internationalen Kontext tätig bin. Ich berate glücklicherweise großteils Unternehmen, die im Ausland tätig sind. Da reicht der Arm nicht. Wir sind eben glücklicherweise nicht der Nabel der Welt. Ich sage Ihnen das ganz offen, weil ich diese Heuchelei, ich, aber auch viele andere, einfach nicht mehr akzeptieren. Herr Achammer. So, Frau Holzeisen, jetzt muss ich schon zu ein paar Punkten Stellung nehmen und ich bitte Sie schon vorab, mich da ausreden zu lassen, so wie ich Sie ausreden habe lassen. Erstens, mich stört es wahnsinnig, Sie sprachen zuerst einmal davon, wir brauchen keine Berufspolitiker mehr, sollen alle kostenlos arbeiten, Sie, wo Sie sich selbst für ein bezahltes politisches Amt beworben haben, das muss auch einmal nur festgestellt werden. Zum Zweiten, mich stört es wahnsinnig, wenn man von einem System spricht. Wir befinden uns weder in der DDR noch im Kommunismus. Wir haben demokratisch gewählte Organe und diese Demokratie und diese Organe haben wir uns selbst gegeben. Und da reagieren Sie fast panisch darauf, wenn Sie solche Punkte ansprechen, was mich unglaublich ärgert, und das war ja auch Ihre Frage vorher, möchte ich persönlich gerne die Seiten wechseln. Wenn wir der Bevölkerung den Glauben insgesamt an unsere demokratischen Organe nehmen, wie wollen Sie, wo sie sich ja selbst dafür bewerben, in so etwas weiterarbeiten. Da ist keine Partei besser als die andere. Das möchte ich auch einmal betonen. Keine Partei besser als die andere. Und ich möchte eines ganz bewusst sagen, da lasse ich mir weder Heuchelei noch Pauschalisierungen vorwerfen. Das ist nicht fair. Wir müssen, so wie Sie differenzieren wollen, und das wahrscheinlich auch in Ihrer Arbeit tun, tun Sie es bitte auch hier. Da müssen wir auch differenzieren. Ich sage Ihnen, warum ich persönlich in die Politik gegangen bin. Nicht wegen Gewinnmaximierung, nicht wegen Maximierung von Stimmen nur, um dann schön abzukassieren und zu verdienen, nicht um Beiträge zu verteilen, sondern ich persönlich bin mit 17 Jahren in die Politik eingestiegen und das sage ich
viele andere auch in meiner Partei, genauso wie in Ihrer Partei viele in die Politik eingestiegen sind. Ich habe keine Partei. Sie haben sich in einer Partei für etwas beworben, aber genauso wie viele andere in andere Parteien einsteigen, um etwas zu bewegen, um das allgemeine Interesse in den Mittelpunkt zu stellen, um etwas für die Bevölkerung zu tun. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Es geht darum, dass diejenigen, die Vertrauen von der Bevölkerung bekommen haben, das bekommen fällt nicht vom Himmel herab, sondern die Bevölkerung geht jede 5 Jahre zu den Urnen hin und entscheidet sich, die Vertrauen bekommen haben, erstens dieses Allgemeininteresse vertreten. Das muss uns das Grundsätzliche sein. All jene, die Klientelismus oder Partikularinteressen vertreten, das haben wir als Erste unentwegt in letzter Zeit betont, die haben bei uns, die haben hoffentlich in anderen Parteien nichts zu suchen. Es geht darum, Allgemeininteresse zu vertreten. Und zum Zweiten geht es darum, dass wir Werte und Moral vertreten. Und ich lasse mir von Ihnen in einer pauschalen Art und Weise einfach nicht absprechen, dass es sehr viele gibt. Und da rede ich nicht nur von der SVP, weil da geht es mir nicht um die SVP. Mir geht es jetzt insgesamt um meine Sicht auf die Politik, dass viele in die Politik gegangen sind und dies tun. Und man nicht pauschal sagen kann, die eine Partei, das sind alles Selbstlose, die tun es alles für das Allgemeininteresse, da ist alles sauber und transparent. Und die anderen, da ist alles nur Klientelismus, alles pauschal sozusagen nur verurteilt wird. So funktioniert ein Schwarz-Weiß-Muster nicht. Wichtig ist, das lassen Sie mich bitte dann fertig machen, wichtig ist, dass wir erstens einmal die Situation nüchtern anschauen. Wir ziehen auch unsere Schlüsse daraus und haben auch gesagt, die aktuelle Situation, die hätte sich doch niemand gewünscht, die aktuelle Situation. Und mir persönlich ist es wichtig, wie vielen anderen auch, dass sie einfach aus dieser Situation Lehren gezogen werden für die Zukunft und dass sie in erster Linie gewisse Grundwerte als unser Prinzip erklären. Aber bitte, bitte hören Sie mit diesen Pauschalisierungen. Die Pauschalisierungen sind, weil ich werfe Ihnen auch nicht Heuchelei vor, die Pauschalisierungen sind, hören Sie mit diesen Pauschalisierungen einfach auf. Wir ganz kurz, ich hab niemand anderen von anderen Parteien in den Schutz genommen, nur die Verantwortung für die jetzige Situation müssen die übernehmen, die sie verursacht haben. Und das ist nun mal die Mehrheitspartei und ich lasse ich andere darauf reagieren. Und ich bleibe dabei, es ist Heuchelei. Ich kann dem Herrn Achammer in dieser Sache den Vorwurf der Nebelkerzen nicht ganz, sagen wir mal, vorenthalten. Aber ich glaube, dass es nicht um das geht, was wir jetzt hier hören. Das ist nur ein Symptom für die Situation, wie wir sie haben. Es macht keinen Sinn, jetzt diese Bipolarität Politik und Bürger darzustellen oder Politik und Gesellschaft, denn die Politik kann nicht besser sein als die Gesellschaft und die Gesellschaft kann nicht besser sein als die Politik. Das heißt, wir müssen uns auch als Gesellschaft fragen, was haben wir falsch gemacht, warum haben wir uns das gefallen lassen? Und da sind natürlich in Südtirol ein paar Umstände, die das gefördert haben. Also diese Notsituation, die man immer mit Sprachgruppen und mit Untergang der Volksgruppe und so, das hat immer wieder zugedeckt, dass wir eigentlich zu wenig demokratisch agieren. Man hat immer gesagt, das alte Prinzip von Maniago, und Maniago war ein Ehrenmann, was ich von den Leuten, die danach gekommen sind, nicht mehr sagen würde. Maniago war ein Ehrenmann, dem hat man auch geglaubt. Er hat dieses patriarchalische politische System verkörpert und vorgelebt. Und dann haben Leute sich in den Windschatten dieses patriarchalisch-politischen Systems begeben und haben davon einfach nur profitiert. Und ich nehme davon keinen aus. Herr Lobis, wenn wir jetzt wirklich noch einmal auf unsere Kernfrage zurückkommen, nicht? Also wird sich in Zukunft etwas ändern? Ausgangspunkt unserer Diskussion war die Wut, die viele Bürgerinnen und Bürger verspüren. Das haben wir jetzt wirklich auch sehr eingehend thematisiert. Aber wird sich etwas ändern? Diese Frage stellen sich die Menschen jetzt. Fühlen sich zum Teil ohnmächtig, sie fühlen sich wütend. Sie sagen, die Banken haben Schuld oder die Ratingagenturen haben Schuld, die Politiker haben Schuld. Es ist eine Verfilzung da, es ist eine Vermischung da zwischen Wirtschaft und Politik. Es ist ein sehr diffuses Gefühl der Unzufriedenheit, das in den Bäuchen der Bürgerinnen und Bürger auch herrscht, dass sich jetzt so langsam auch den Weg immer stärker ans Tageslicht bahnt. Aber die Frage ist, wird sich etwas ändern? Ich habe im Vorfeld nur ganz ein kurzes Gespräch geführt mit dem Techniker, mit Karl Pfeiffer, der hat gesagt, es wird sich nichts ändern. Es würden sich nur die Methoden ändern. Die machen es dann halt einfach geschickter.
Ich würde das nicht so pessimistisch sehen, denn wir haben eine neue Ausstattung auch an Medien zur Verfügung, die sich dieser neoliberalen Logik der Medienaneignung entziehen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist mal ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn das Internet immer wieder massiv verteidigt werden muss, denn es gibt sehr viele Leute, denen das gar nicht passt. Ich möchte nur sagen, wir sind in einer Umbruchzeit. Wir sind in einer Umbruchzeit. Es ist die Gesellschaft im Wandel. Wenn jetzt Herr Achammer von Werten spricht, dann frage ich mich immer den Unterschied zwischen Sonntag und dem Rest der Woche. Also da gibt es große Klüfte, gerade wenn manche sich zum Beispiel im christlichen, religiösen Sinne, was weiß ich, was für Werte auf die Stirn schreiben und dann ganz anders leben. Das wissen wir ja alle in einem kleinen System, was da passiert. Und natürlich sind dann die Player mehr unter Beobachtung als die anderen, die ja eh nichts zu entscheiden haben. Und bei uns sind die Player immer dieselben. Das ist das Problem. Dadurch ist ein starker Filz entstanden. Aber also Sie glauben, dass die neuen Medien, also diese Kommunikationsplattformen, auch eine Form der Veränderung mitbringen könnten? Sprich, diese Liquid Feedbacks, wie zum Beispiel die Piraten. Das ist alles in Entwicklung. Wer weiß, was in zwei Jahren sein wird. Das ist so, auch diese Medien entziehen sich dem Zugriff jener, die sie kontrollieren möchten. Man hat immer wieder mal Versuche unternommen, das zu machen, aber dann ändert sich auch die Technologie. Aber also was erwarten Sie sich ganz konkret? Dass Menschen mehr diskutieren und mehr auch dann andere Möglichkeiten der Konsensfindung. Also es gibt andere Möglichkeiten der Konsensfindung, andere Möglichkeiten der Mobilisierung. Die Gesellschaft ändert sich. Die Gesellschaft möchte jetzt, dass qualitative Elemente in die Bewertung der Arbeiterpolitik hineinfließen. Ein Bruttosozialprodukt sagt gar nichts aus. Genau deshalb ist das der richtige Ansatz, den Felber wählt. Was hat sich Felber nicht alles anhören müssen, als er angefangen hat mit seinen Bilanzierungsvorschlägen, wo eben auch nicht materielle Komponenten mit hineingewertet wurden? Das ist auch ein Qualitätsschritt auch in der Bilanzierung von Unternehmen. Das war vom Kommunismus die Rede und auch die Tatsache, dass die Entlohnung der Personen, die an der Spitze stehen, limitiert wird und auch ein Aneignungswiderstand nach der zweiten Million stärker wird. Also sprich, Sie halten diese neuen Wirtschaftsformen für zukunftsträchtig. Wenn die Gesellschaft jetzt neue Wege der Konsensfindung findet und wenn es auch gelingt, aus der Empörung auch was zu machen, aber ich bin nicht sicher und ich gehe davon aus, dass nicht die Empörten die neuen politischen Subjekte sind, sondern es gibt neue politische Subjekte, die daraus herauswachsen und auch alte, die das verstehen. Also es ändert sich generell die Kommunikation zwischen den Menschen, es ändert sich die Interessenlage und es ändert sich auch die Gesellschaft. Nur erleben wir in dieser Umbruchphase einen sehr schmerzhaften Beutezug von gewissenlosen Ausbeutern der schlimmen Sorte, von der Finanzwirtschaft über die Banken bis zu den Konzernen. Und die haben sich in den letzten Jahren unser politisches System angeeignet und die sind auch ein wesentlicher Katalysator dafür, dass es jetzt sterben muss. Der Politikernachwuchs, das ist ja auch so ein Punkt, wo man verschiedentlich hört, dass eigentlich diese Lobbyarbeit immer im Vordergrund steht. Und bevor dann jemand, der sich für Politik interessiert, dann wirklich in der ersten Reihe steht, muss er schon so viele Kompromisse gemacht haben, dass er de facto uninteressant ist für die breite Wählerschaft. Glauben Sie, dass ich jetzt mit diesen neuen Internetplattformen, mit diesen neuen Kommunikationsformen auch dieser Politikernachwuchs neu formieren könnte und vielleicht nicht diesen Schliff, also siehe Piratenpartei 9% in Berlin, diesen vorparteilichen Schliff durchmachen muss, um dann vielleicht doch an die Macht zu kommen oder mitreden zu können? Das wird immer sehr schwierig sein, aber die Politik wird sicher ein sehr viel schnelleres Geschäft werden und sie wird sicher wesentlich mehr Feedback mit den Wählern halten müssen. Es wird wieder mehr Werte geben. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel auch und der wird ja von der Gesellschaft gefordert. Wenn ich zum Beispiel an das bedingungslose Grundeinkommen denke, die Debatte ist sehr weit fortgeschritten, sehr spannend. Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel auch in der Steuerpolitik. Wir müssen jetzt lernen, mit diesen Krisen umzugehen, die wir haben, und die Krisen haben wir selbst geschaffen. Wir müssen sie jetzt auch überwinden. Herr Achammer, Sie haben gesagt Lehren, das ist mir hängen geblieben. Welche Lehren wir daraus ziehen? Also wirklich vorwärtsgewandt, was wird anders werden oder wird sich überhaupt etwas ändern? Selbstverständlich, davon bin ich überzeugt. Und zwar auf beiden Seiten, sage ich unter Anführungszeichen. Einerseits muss sich die Politik fragen, was haben wir falsch gemacht? Natürlich, was müssen wir verbessern? Die Politik wird in Zukunft noch viel mehr darauf achten müssen, dass gewisse Situationen nicht passieren können. Sie muss viel transparenter, und davon bin ich auch von diesen Prinzipien überzeugt, auch das darstellen, was sie tut. Einerseits muss sich die Politik verändern, aber ich bin auch überzeugt, dass sich in der Situation grundsätzlich
ich sage das jetzt, wir haben ja gesagt, nicht nur Südtirol, sondern im internationalen Zusammenhang hat das ändert, denn der Bürger, die Bürgerin wird noch viel kritischer und noch viel nüchterner analysieren. Aber nur ein letzter Satz, weil es mir wichtig ist, wir dürfen einfach nicht das darstellen, denn wenn wir sagen, bitte, liebe Bürger, verliert insgesamt den Glauben an die Politik, egal aus welcher Richtung sie kommt, dann müssen wir aber einen totalen Systemwechsel und einen totalen Umbruch diskutieren. Wir müssen auch jungen Menschen den Glauben daran zurückgeben und die Motivation, selber aktiv zu sein, selber einzustehen für Grundwerte und etwas selber für die Bevölkerung zu tun. Das ist meines Erachtens Politik. Haben die alten Parteien ausgedient? Siehe Indignado, siehe Piratenpartei. Nein, ich glaube nicht, dass die alten Parteien ausgedient haben, aber solche Bewegungen sind sicherlich auch gut und auch förderlich dazu, um die alte und Anführungszeichen Politik einen Erneuerungsschub zu geben, denn sie fördern in eine gewisse Richtung, so wie die Piratenpartei, mehr Transparenz, mehr Grundwerte ein. Und darauf muss auch die konventionelle Politik, die alte Politik, unter Anführungszeichen, darauf reagieren. Deswegen bin ich ganz und gar nicht solchen Tendenzen und auch solchen Bewegungen abgeneigt. Was wird sich ändern, Frau Holzeisen? Wird sich etwas ändern in Zukunft? Wird sich, dass der Konsument, Bürger generell mündiger werden wird müssen, notgedrungen, eben aufgrund solcher Krisensituationen. Mündigkeit setzt voraus, dass man eben Transparenz einfordert. Das heißt, der Druck kommt von unten. Und ich komme nochmals darauf zurück. Es ist nicht die Politik, die in die Zukunft bestimmen wird, sondern hoffentlich der Bürger, der Konsument, was den Markt anbelangt. Wir sind insgesamt, kann man das Ganze als einen Markt sehen. Die Nachfrage bestimmt letztendlich das Angebot. Und das bedeutet, wir müssen Bildung zulassen bei unseren Kindern. Das fängt an beim Sprachen. Erlernen, und hier sind wir wieder in einem Südtirol-spezifischen Kontext. Sprachen erlernen bedeutet Erhöhung der Intelligenz insgesamt, der Kritikfähigkeit, und das wird nach wie vor in unserem Land verhindert. Wir können eine Perle sein im internationalen Kontext. Und mündiger Konsument verlangt auch danach Wissen, woher kommen, wo werden die Produkte produziert, woher kommen die Rohstoffe. Solange wir Schokolade zu kaufen bekommen, die zu 40% der Rohstoff in der Elfenbeinküste von Kindern in Kindersklaverei geerntet wird, sind wir keine mündigen Konsumenten und solche wesentlichen Informationen einfach nicht fließen. Also Sie, da ist sowohl lokal wie international sehr viel zu tun, aber den Druck müssen wir Bürger, mit 18 sind wir in Italien volljährig, in anderen Ländern später, wir müssen unseren Kindern die Mündigkeit, die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung beibringen. Und dazu braucht es Bildung, Ausbildung und internationalen Austausch. Und ich gebe recht, Internet ist dazu natürlich ein Medium, das kaum mehr zu kontrollieren, glücklicherweise möglich ist. Herr Wallnöfer, was wird anders werden in Zukunft? Wird sich etwas ändern? Was glauben Sie? Wenn der Bürger heute zugehört hat, wird er sich denken, wenn wir uns weiterhin die heiße Kartoffel gegenseitig zuwerfen, dann wird sich wahrscheinlich gar nichts ändern. Ich persönlich bin auch Optimist, auch natürlich als Unternehmer ist man und muss man Optimist sein. Ich sehe es sehr ähnlich wie Frau Holzeisen. Es geht darum, dass jeder einzelne Konsument seiner Verantwortung bewusst ist. Jeden Tag, wo wir die Geldtasche aus dem Sack raus tun, treffen wir eine Entscheidung. Damit können wir schon etwas ändern. Wir können morgen versuchen, Produkte zu kaufen, sei es beim Essen, sei es beim Anziehen, sei es beim Wohnen, die entsprechend nachhaltig produziert werden. Da geht es nur darum auch, dass man sehr genau nachfragt und sich auch seiner Verantwortung bewusst ist. Was die Politik und die Wirtschaft anbelangt, haben wir, glaube ich, heute in der Diskussion auch sehr gut gesehen, dass besser jeder bei dem bleibt, was er gut kann, und dass sich die Politik sehr, sehr schnell ihrer Grundaufgaben besinnen sollte und auch dort ihre Hausaufgaben sehr, sehr dringend und schnell machen muss. Und parallel dazu die Wirtschaft ihre Aufgaben zu erledigen hat und in die Zukunft zu schauen hat. Ich glaube, uns in Südtirol fehlt es an einer allgemeinen und sinnstiftenden Vision. Und an der müssen wir gemeinsam arbeiten und da müssen wir unserer Verantwortung bewusst sein. Danke, das war's heute für die Ansichtssache. Wir haben darüber diskutiert, dass vieles in Umbruch ist, dass wir in einer Wendezeit leben, dass die Wut der Bürgerinnen und Bürger groß ist und dass
dann doch die Frage auftaucht, was kommt nach der Phase des Protests? Wird sich etwas ändern und wenn ja, was? Ich sage Dank an meine Studiogäste, das ist die Anwältin und Wirtschaftsberaterin Renate Holzeisen, der Unternehmer Uli Wallnöfer, der sich einer neuen Unternehmensphilosophie verschrieben hat, Gemeinwohlökonomie, so nennt sich das, von Christian Felber ins Leben gerufen, an den Parteisekretär der SVP, Philipp Achammer, und an den ökosozialen Blogger der Indignados und Piratenpartei, auch aufmerksam beobachtet, an Markus Lobis. An der Technik war Karl Pfeiffer. Danke fürs Mithören, danke fürs Mitreden und danke fürs Mitdenken, sagt Judith Bertagnoli.